Ja, nun fragt ihr euch sicherlich, was ist eigentlich dieses Fediverse, von dem ich immer wieder erzähle? Ja, kurz gesagt, das ist eigentlich nichts anderes als viele verschiedene Dienste wie Alternativen zu Facebook, zu Twitter, zu YouTube, zu Podcast-Plattformen und so weiter, die aber alle eine gleiche Sprache, ein Protokoll reden. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir jetzt mal Facebook anschauen oder YouTube oder TikTok, das sind alles von Firmen kontrollierte Plattformen, die euch dann auch sagen dürfen, was dürft ihr posten, was dürft ihr nicht posten, was dürft ihr sagen und was dürft ihr nicht sagen. Aber das betrifft dann wirklich nur diese Plattform und nein, die kann man dann nicht irgendwie mit anderen Plattformen einfach teilen, sondern da müsste man die wieder herunterladen, dort wieder reinposten und so weiter und so fort. Aber das Fediverse ist ein eigenes Universum, wo diese Plattformen oder diese alternativen Plattformen miteinander reden. So gibt es zum Beispiel Mastodon. Das habt ihr bei mir in meinem Videokanal auch schon gesehen. Das ist ja eigentlich eine Alternative zu Twitter und zu diesen anderen Microblogging-Webseiten. Dann gibt es zum Beispiel Pleroma, Hubzilla und so weiter. Das sind dann Alternativen zu Facebook und so weiter und so fort. Ja, das sind dann alles dezentralisierte Netzwerke, also du kannst dann so einen Dienst bei dir auf deinem eigenen Server installieren. Das musst du dir dann vorstellen, wie zum Beispiel eine E-Mail. Ihr wisst ja, wir alle haben eigene E-Mail-Adressen und eigene E-Mail-Server installiert. Da gibt es nicht eine große Firma, die alle E-Mails kontrolliert, obwohl das wäre schon der feuchte Traum von vielen Geheimdiensten, wenn sie überall eine Firma nur abhören müssen. Aber lassen wir das mal. Also, das sieht dann eigentlich so aus. Also, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ihr habt jetzt hier viele verschiedene eigene Plattformen, die ihr installieren könnt, die dann aber miteinander reden. Also ihr seht jetzt hier sehr schön, hier geht es von Pixelfed zu Mastodon zu Owncast und so weiter und so fort. Also ihr könnt diesen Dienst bei euch auf eurem Hosting installieren und dann könnt ihr sie mit anderen Servern verbinden und so habt ihr auch die ganzen Daten, die ihr veröffentlicht, nur auf eurem eigenen Server. Und das ist natürlich auch wieder ein datenschutztechnischer Vorteil von dieser ganzen Sache. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ganz verstanden, was das Fediverse ist und wenn nicht, ja, wenn du noch eine Frage hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Teil mein Video, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.